ist ein bisschen Futter da, aber eben nicht viel. Das war mit Grund und Absicht. Also Futter haben sie, aber da ist die Königin. Mhm. So, hat sie auch schon angefangen wieder zu legen. An der Stelle nicht. Hier haben wir ein altes Brutnest. Wenigstens sieht es alt aus, aber beweisen kann ich das nicht. Ich sehe keine frische Brut. Mal gucken. Wieder ein paar stehen gebliebene Zellen, aber auch schon wieder angefangene. Und ein paar offen. Stifte sehe ich aber jetzt so. Sehe ich die? Muss ich nachher gucken. Ihr seht sie oder nicht. Schwierig, ich glaube nicht. Deswegen gucke ich jetzt weiter, ob die Königin wirklich legt. Hier haben wir frisches. Das sieht doch besser aus. Und hier haben wir unsere Stifte. Nach der Umweißelung, die er vollzogen hat, ist das Volk zwar gut, hat auch eigentlich wenig Milben, aber nach der letzten Behandlung nicht mehr. Nach der letzten Behandlung völlig im Rahmen. Jo, da würde ich mal sagen, sehr schön. Aber auch sehr bösartig, weil, Halleluja, die gehen sofort auf einen los. Das ist nicht witzig. Also, Qualm hilft da leider nicht immer. Sieht gut aus, aber naja. Also hier, das ist kein Volk für einen Anfänger. Das ist wirklich bösartig. Und deswegen werde ich es auch umsetzen. Das war erst ganz harmlos. Und dann fing es nach und nach auf diese Art und Weise an. Ja, das ist das, was die Züchter machen. Sie kontrollieren, ob die Genetik übereinstimmt. Das hier war von einem Toleranzzüchter eine Königin. Und die Tochter ist nicht gerade mit der hiesigen Landrassen, Backfast, wie auch immer Mischung zu benutzen. Ich will nicht sagen, dass die ungesund ist. Also, schaut euch das an. Das hat Bienen. Super. Aber ich brauche einen besseren Anzug hierfür. Der Dennis sich seinen Anzug geholt hat. Für so ein Volk absolut lohnenswert. Weil die gehen auch durch die Hose. Also, es ist wirklich keine Freude. Und wenn hier noch jemand sagt, man muss nur genug mit, ne? Ich wünsche euch was. Aber nee, das ist total unwitzig hier. Boah, sind die das.
das ist hier nicht mehr witzig. Die gehen mir an den Schleier, die gehen überall ran. Nee, ne? Also das ist schon richtig, richtig bösartig. Boah, seht ihr das? Ich werde richtig attackiert. Das und Dampf ist jetzt nicht wirklich ein sinnvolles Mittel. Ich will gar nicht mehr weitermachen. Das macht keinen Spaß. Das ist einfach nur ätzend. Aber ich lasse die immer außen vor, ne? Also hier ist Pollen drauf. Ich meine, man kann echt nicht klagen, dass dieses Volk irgendwie schlecht wäre. Wenn es nicht so aggressiv wäre, wäre das uns kein Problem. Ehrlich, das ist doch nicht euer Ernst hier. Komm, beruhigt euch mal. Also die gehen mir echt an Schleier und malträtieren den. Also es ist nicht, das ist jetzt hier kein Zuckerschlecken. Falls jemand eine schöne Königin hat, ich habe keine mehr. Aber es ist doch echt. Wer möchte diese Königin haben? Sie ist wunderschön im Brutnest. Die AS hat auch jetzt nicht so viel gemacht. Also da ist auch frische Brut. Aber Gott, sind die aggressiv. Also liebe Toleranzzüchter, wenn das eure Gene sind, gut ab. So viel Traute habe ich nicht. Also, ja, ich muss zumachen. Ne? Unglaublich, was hier in der Luft ist. Von wegen Waben steht und so. Da steht gar nichts. Dieses Volk. Also es ist unglaublich, es ist wunderschön, aber sowas von übel. Drauf. Ah, und das mit Schutz. Oh. Ehrlich, das ist hier. Es wird nur noch schlimmer. Mann. Der Qualm stört die gar nicht. Also mit Qualm könnt ihr da gerne arbeiten. Bringt euch nichts. Das Einzige, was hilft, ist zumachen. Futter haben sie genug. Und in dem Moment, wo es zu ist, wird es etwas ruhiger. Na, also 20.000, 25.000 Bienen sind das locker. Also 25.000, vielleicht sogar 30.000. Das ist schon echt viel. Aber dermaßen aggressiv. Ja, es ist so schade. Aber ich will im Frühjahr in Ruhe imkern. Warte ich hier noch bis zum Frühjahr? Was meint ihr? Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr aggressiv. Und wer dieses Volk öffnet, der muss schon echt Eier haben.